Elektrizität ist aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Strom treibt unseren Fernseher, unsere Beleuchtung oder unsere Kaffeemaschine an. Ohne ihn stünden wir im Dunkeln. Auch in der Industrie oder im Nahverkehr fließt Strom, allerdings in weit höheren Mengen und mit einer weitaus größeren Spannung als im Haushalt. Während aus einer Steckdose 230 Volt kommen, fließt durch eine Bahnoberleitung 65 mal mehr Spannung, nämlich 15.000 Volt. Für uns bedeutet das einerseits einen weiteren Vorteil, Mobilität. Andererseits birgt diese Stromstärke auch Risiken. So können 15.000 Volt für den menschlichen Körper tödlich enden. Immer wieder kommt es zu schweren Stromunfällen mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Der Versuch mit einem Winddrachen in einer Oberleitung zeigt, welche enorme Kraft durch 15.000 Volt ausgelöst wird, nachdem die Oberleitung wieder unter Strom gesetzt wird. Der Strom in Oberleitungen fließt immer. Egal, ob gerade ein Zug fährt oder nicht. Um einen Stromschlag zu vermeiden, muss unbedingt ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zu allen stromführenden Teilen eingehalten werden, wobei selbst dieser Abstand keine hundertprozentige Sicherheit bedeutet. Falls der Sicherheitsabstand unterschritten wird, kann es zu einem sogenannten Spannungsüberschlag, einem Lichtbogen, kommen. Ich muss also die Oberleitungen nicht anfassen, um mich in Lebensgefahr zu begeben. Schon ein Unterschreiten des Sicherheitsabstandes kann tödlich enden. Ähnlich erging es im Jahr 2012 auch Vanessa. Sie erlitt in Osnabrück einen Stromschlag durch Bahnstrom und hat überlebt. Ich bin Vanessa Faske, 23 Jahre alt und mir ist vor etwa zwei Jahren der Unfall passiert. Nach einer Party, nach der kleinen Freiheit, habe ich jemanden kennengelernt und bin mit ihm auf den Waggon geklettert. Die kleine Freiheit ist am Güterbahnhof, da sind ungefähr 4 Diskotheken. Und neben diesen Diskotheken gibt es eine große, lange Halle, die leerstehend ist. Und diesen Ort mochte ich schon immer ziemlich gerne und nach der Party ist mir dann in den Sinn gekommen, dem Jungen, den ich kennengelernt habe, das zu zeigen. Und ziemlich weit ab vom Schlag standen dann die Waggons, wo wir dann drauf geklettert sind. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir die Sterne angucken wollte, weil das ja idyllisch ist auf so einem alten, verrosteten Waggon. Ich war komplett nüchtern. Ja, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber ich habe es halt auch nüchtern gemacht. Ja, ich bin einfach drauf. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber ich denke, dass ich da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht habe. Bei dem Versuch, den Waggon zu besteigen, erlitt Vanessa einen Stromschlag. Durch die Wucht wurde Vanessa vom Waggon auf die Erde geschleudert, wo sie vom Lokführer Dennis gefunden wurde. Er hat erzählt, dass er aufmerksam wurde durch den Kurzschluss, der verursacht wurde. Und dann ist er mit seiner Lok losgefahren und hat die Strecke abgesucht. Und dann ist er angehalten und hat mir gesagt, dass alles gut wird. Daran kann ich mich sogar erinnern, so bruchteilig. Und dann hat er das Ganze noch begleitet, während die Notärzte eingetroffen sind. Da weiß ich noch, also ich sehe mich von oben, wie ich da so angelehnt an irgendeinem Gegenstand liege. Und mir ist tierisch kalt, aber ich kann die Kälte auch nicht richtig spüren. Ganz komisch. Und ich sehe alles in Orange. Das, was Dennis wohl anhatte, war orange. Und dass eine Hand nach mir gegriffen hat und ich kann mich an diese beruhigende Stimme erinnern. Es kommt gleich Hilfe, bleib ruhig. Erste Hilfe ist unheimlich wichtig. Es gilt immer der Grundsatz, man kann nichts verkehrt machen. Trotzdem, wenn das Opfer noch im Gefahrenbereich liegt, halte Abstand. Gehe nicht zur Unfallstelle und verständige als erstes Notarzt, Polizei und Feuerwehr. Deine eigene Sicherheit geht vor. Grundsätzlich ist natürlich jeder gewillt, auch sofort zu helfen. Man darf aber jetzt in diesem Fall nicht vergessen, dass von seitens der Bahn natürlich eine Grundgefahr auch ausgeht. Das heißt, der Zugverkehr findet ganz normal statt. In diesem Fall ist es angezeigt, sofort die Notrufnummer 112 zu wählen. Dadurch wird der Strom abgeschaltet, der Zugverkehr stillgelegt und die Rettungskräfte werden informiert. Also erstmal schneiden die ja alle Klamotten auf und gucken, was überhaupt ist. Und dann bin ich erstmal ins Krankenhaus nach Osnabrück gekommen mit dem Krankenwagen. Und die haben dann schnell wohl gesehen, dass die nichts machen können, weil sehr viel Haut kaputt gegangen ist und transplantiert werden musste. Und dann wurde ich mit dem Helikopter nach Hamburg gebracht. Vanessa ist bei uns ungefähr 7 Wochen behandelt worden. Schon Verletzungen sind schon
gehören zu der Verletzungsgruppe, die am beeindruckendsten sind und auch eben uns beschäftigen, eben dadurch, dass eben häufig eine Amputation erforderlich ist. Das sind Eingriffe, die führt keiner gerne durch. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, wenn man eben keine chirurgischen Maßnahmen ergreift, keine intensivmedizinischen Maßnahmen ergreift, führt so eine Verletzung zum Tode. In dem Fall von Vanessa waren es insgesamt 5 Operationen, die erforderlich waren. Sie hat eine ganze Portion Glück gehabt. Das hätte ganz anders ausgehen können. Vanessa wird ihr Leben lang gezeichnet bleiben. So zum Beispiel durch die Narben an ihrem Körper. Die Leute gucken, das ist keine Frage, das kann man auch nicht abstellen. Man kann nur selber dann versuchen, das einfach auszublenden. Vanessa bemüht sich, stark zu sein. Doch genauso traumatisch wie für sie war der Unfall für die eigene Familie. Ich habe aus dem Fenster geguckt in der Küche, als ein deutsches Rotes Kreuz-Auto anhielt vorm Stall. Und dann habe ich nur noch im Ohr, wie die tiefe Stimme gesagt hat, guten Tag, Sie müssten sich vielleicht etwas Zeit nehmen, haben Sie eine Tochter? Und hat den Ausweis von ihr aus der Tasche gezogen und hat gesagt, Vanessa Faske. Und dann in dem Moment realisiert man, dass irgendwas passiert ist. Und komplett unter Schock. Alles andere ist weg. Und dann sind wir losgefahren. Dann durften wir irgendwann zu ihr. Aber man konnte ja nicht sehen von ihr. Wir hatten immer wieder Gespräche mit den Ärzten, das war ganz gut. Dass wenn da kein Vertrauen da ist, dann geht auch meistens irgendetwas schief. Man muss vertrauen. Zwischendurch habe ich mich von Familienmitgliedern alleine gelassen gefühlt. Es klangen leise Vorwürfe durch. Ja, wenn es jetzt ein Unfall gewesen wäre, aber es war ja ihr eigenes Verschulden. Und das hat mich umgehauen. Vanessa hat eine gute Versicherung. Sie hatte Glück, dass sie keinen Alkohol getrunken hat. Die Zuzahlungen für alle Sachen, das kostet Geld. Das kann einen ruinieren. Sie hatte totales Glück. Sie ist ja ein Glückskind. Der Bahnstromunfall von Vanessa hatte schwerwiegende Folgen. Für sie selbst sowie für ihre Angehörigen. Um Schicksalsschläge wie diesen zukünftig weiter zu reduzieren, klärt die Bundespolizei auf. Zum Beispiel in Diskotheken oder auch im Schulunterricht. Und auch Vanessa ist daran gelegen, aufzuklären und zu informieren. Es muss einfach erzählt werden, es muss gezeigt werden. Ich habe selber nicht gewusst, dass man an die Stromleitung nicht anfassen muss. Man sollte einfach wissen, dass man gar nicht da drauf geht. Man hat da einfach gar nichts zu suchen. Auch auf den Gleisen nicht. Also meine Message ist, die Gleise und Waggons, dass das tabu ist. Man soll sich was anderes suchen. Sucht euch was anderes.